Was ist NBA 2K23 denn nun? Geniale Sportsimulation oder doch Basketball-Glücksspiel? Erfahrt, wieso dieses Spiel das Beste und das Schlechteste aus der Serie zusammenbringt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GamesTH und dem Testvideo zu NBA 2K23. 2K Games und Visual Concepts beherrschen das Basketball-Genre mit ihrer NBA 2K-Serie, ganz ähnlich wie es EA Sports mit FIFA macht. Besonders in den Vereinigten Staaten gehört das Sportspiel alljährlich zu den Topsellern. NBA 2K23 erschien am 9. September 2022 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series S und X. Mit gewaltigem Spielumfang, feinen Gameplay-Anpassungen und einer gehörigen Portion Basketball-Nostalgie sollte das Sportspiel eigentlich ein absoluter Pflichtkauf für Freunde der gepflegten Korbjagd sein, wäre da nicht das leidige Thema der Mikrotransaktionen, welches bereits in den Vorjahren für Aufregung sorgte. Aber beginnen wir zunächst bei den Stärken von NBA 2K. Denn auch davon gibt es jede Menge. Wie beispielsweise die Rückkehr der Jordan Challenge. In dieser absolviert er 15 historische Matches aus der Karriere des legendären Michael Air Jordan. Das Beste daran ist hier zweifellos die Liebe, mit der Visual Concepts jedes einzelne Spiel aufbereitet. Experteninterviews liefern euch zunächst den Contest, ehe es in die Arena geht. NBA 2K23 schwimmt hier auf der Nostalgiewelle und präsentiert die Spiele wie TV-Übertragung der damaligen Zeit. Das Konzept geht auf und beschert Basketballfans der alten Schule ein wirklich einmaliges Spielgefühl und ein Schwelgen in vergangenen Tagen. Die Jordan Challenge ist der beste und stimmungsvollste Modus von NBA 2K23. Dicht gefolgt von dem Mein NBA Ehrenmodus. Auch hier fahren 2K Games und Visual Concepts schwere Retro-Geschütze auf und präsentieren eine Neuinterpretation des General Manager Modus. Hier startet ihr eine Fantasy-Liga und könnt dazu wahlweise in der Magic vs. Bird, der Jordan, der Kobe oder der modernen Ära starten. Im Anschluss bestimmt ihr selbst die Regeln. Soll das Spiel mit einem Fantasy-Draft starten? Wollt ihr die Liga-Regeln anpassen? Oder soll es keine Einzel-, sondern gar eine Multiplayer-Liga sein? Die Möglichkeiten sind endlos und geben euch die Chance, Basketballgeschichte neu zu schreiben. Yeah, 2K Games und Visual Concepts holen somit wirklich viel aus der mächtigen Lizenz heraus. NBA 2K23 ist Basketball-Atmosphäre pur und in puncto Präsentation das Beste, was das Sportspielgenre aktuell zu bieten hat. Von den wechselnden Kommentatorenteams über die Zuschauerreaktionen, Halbzeitshows und Cheerleader bis hin zu den detaillierten Spielermodellen und Animationen. NBA 2K3 sieht absolut hervorragend aus und klingt genauso gut und zieht einen mit seiner TV-Atmosphäre sofort in seinen Bann. Ready to go. She's courtside. Hey, Ali. Nothing yet on the scoreboard for him. Here's Craig. Misses. Auf dem Court überzeugt NBA 2K23 mit seinen fordernden, aber vor allem nachvollziehbaren Gameplay. Visual Concepts passte gerade das Aufbauspiel im Vergleich zum Vorgänger dezent an. Distanzwürfe wurden entschärft und stärker an die Eigenschaften der Schützen angepasst. Die neue Wurfanzeige erschwert außerdem das richtige Timing, sodass Dreier nicht mehr das Patentrezept zum Sieg sind. Stattdessen ist NBA 2K23 angenehm anspruchsvoll und belohnt zugleich Übersicht und Können am Gamepad. Eins gegen eins Situationen spielen sich sehr körperlich. Bei der Deckungsarbeit spürt man regelrecht, wie sich die Spieler gegeneinander stemmen und versuchen, keinen Millimeter Boden herzugeben. Zugleich steuert sich NBA 2K23 auch ein wenig träge. Das simuliert bei Alleingängen Gewicht und Geschwindigkeit der NBA-Stars. Das Passspiel erfordert Übersicht. Wer sich blind auf seine Mitspieler verlässt, wirft den Ball den Gegenspielern nur allzu häufig direkt in die Arme. Die Lernkurve ist vergleichsweise steil. Zugleich aber belohnt einen das Basketballspiel auch immer wieder mit schönen Kombinationen und Treffern. Kurzum, NBA 2K23 fühlt sich auf dem Court richtig gut an und macht immensen Spaß.
Well, you know it's going to fire up, Greg, everybody on that bench. And Greg, you were talking about this, what you appreciate about this matchup. Einige wenige Kritikpunkte gibt es aber dennoch. Für unseren Geschmack ist das Aufposten aktuell noch ein wenig zu mächtig, auch wirken einige Bewegungsabläufe arg vorberechnet und dadurch künstlich. Und die Computer-KI verlässt sich nur allzu gern auf alte Tugenden und setzt auf Dreier, um Rückstände aufzuholen. Das klappt leider nur selten und führt dann schnell zu hohen Kantersiegen. Chicago Bulls, select MP. Kommen wir jetzt aber zu den wahren Problemfeldern von NBA 2K. Der Karriere und dem MyTeam-Modus. Die Karriere klingt zunächst gar nicht mal schlecht. Ihr bastelt euch einen eigenen Profi, bestimmt Aussehen und Eigenschaften und versucht dann in der NBA Fuß zu fassen. Durchaus stimmungsvoll dargestellte Zwischensequenzen erklären die über weite Strecken leider arg flache Story, bei der weder die Nebendarsteller noch der eigene Spielcharakter sonderlich sympathisch daherkommen. Aber das Gefühl, als Neuling langsam in der NBA aufzusteigen und sich einen Namen zu machen, ist auf jeden Fall da. Als Spielwelt dient in diesem Fall die Stadt, in der ihr euch zu Fuß oder per Skateboard herumtreiben und so Nebenmissionen absolvieren könnt. Das größte Problem, die omnipräsente Ingame-Werbung und noch schlimmer, die ganzen Mikrotransaktionen. Wer gerade online mithalten möchte, kommt kaum um den Einsatz von Echtgeld zum Steigern der eigenen Spielerfähigkeiten herum. Struess, Martin, Vincent, Robinson. It's allowed Miami to stay on top in a salary cap driven league. And that trip coming up empty, missing both. Ähnlich drastisch fällt unser Urteil zu MyTeam aus. Dieses Pendant zu FIFA Ultimate Team bietet zwar eine Fülle an Spielarten und sollte eigentlich durch den Aufbau der bestmöglichen Mannschaft mit Spielkarten motivieren, allerdings ist auch hier der Pay-to-Win-Charakter viel zu hoch und die Bezahloption derart präsent, dass es einen sämtlichen Spaß verhagelt. So many of their key players were drafted by the Boston Celtics. Tatum and Brown at the core. Und deshalb unser Fazit, NBA 2K23 zeigt im Test zwei Gesichter. Auf der einen Seite ist es die nahezu perfekte Basketball-Simulation und holt einen mit seiner genialen Präsentation, aber auch mit dem sehr guten Gameplay absolut ab. Speziell die Retro-Spielarten Jordan Challenge und meine NBA-Ehren überzeugen und bieten für sich genommen schon mehr als genug Umfang für lange Basketballabende. NBA 2K23 präsentiert sich dabei als ungemein spielbare und zugleich fordernde Sportsimulation, die sich zwar nicht grundlegend anders, aber dennoch besser spielt als ihr Vorgänger. Williams with the ball. Brown outside. In the corner, Smart with it. No good with the triple. Tough to replicate. Outside, Williams. Auf der anderen Seite aber leiden sowohl die Karriere als auch der MyTeam-Modus massiv unter den allgegenwärtigen Werbeeinblendungen und dem massiven Einsatz von Mikrotransaktionen. Durch letztere entsteht im Online-Modus ein großes Ungleichgewicht. Pay-to-Win wird hier groß geschrieben. Was also bleibt, ist eine genial präsentierte und enorm gut spielbare Sportsimulation, die leider in einigen Bereichen aufgrund der getroffenen Designentscheidungen massiv federn lässt. All the summer leagues we've seen, BA, there have been some great performances from soon-to-be breakout. Tja, und das war unser Testvideo zu NBA 2K23. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oder ein Abo da und besucht natürlich Games.ch für ganz aktuelle Artikel, News und Stories rund um die Welt der Video- und Computerspiele. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.